Hallo, guten Morgen. Ich wollte ein ganz, ganz kurzes Video hier machen für euch. Wir haben gestern gestartet mit dem Divine Creation Mastermind mit einer wunderbaren Gruppe von Frauen. Und einen ganz wichtigen Input aus der über 2 Stunden lang dauernden Coaching-Sessions wollte ich euch hier schenken. Und zwar, deine Gedanken sind nicht das Entscheidende, sondern deine Überzeugungen. Es sind deine Überzeugungen, die kreieren. Es ist oft so, dass man Schiss hat vor seinen eigenen Gedanken, weil man meint, oh mein Gott, wenn ich das denke, dann passiert das. Aber schon ein Gedanke alleine, guten Morgen, ein Gedanke alleine macht keine Kreation aus, sondern eine Überzeugung, ein ganzer Gedankenkomplex, eine Story, eine Geschichte, die so fest in dir verankert ist, dass du oftmals nicht mal weißt, dass sie in dir verankert ist. Das ist eigentlich der große, große Unterschied. Wenn du einmal denkst, oh mein Gott, da könnte was Schlimmes passieren, oh mein Gott, was bedeutet das, dass ich glaube, dass ich nie zu Geld komme? Das ist nicht das Problem. Aber wenn es eine richtige Überzeugung ist bei dir, wenn es eine tiefe, tiefe Überzeugung ist, dass du jemand bist, der nie genug Geld haben wird, wenn du davon wirklich überzeugt bist, dann kreiert sich das weiter. Dann wirst du immer diejenige sein oder derjenige sein, der nie genug Geld hat, der nicht zu Geld kommen kann, und so weiter. Und das ist wichtig, dass du deinen Überzeugungen auf die Spur kommst. Guten Morgen. Genau deine Gedanken heute Morgen. Ja, und das ist genau der Punkt. Wenn ein Gedanke eine Überzeugung ist und nicht nur ein Gedanke, sondern eine tiefe Überzeugung in dir widerspiegelt, dann geht es darum, dass du diese Überzeugung über dich und über das Leben veränderst. Und da kommen wir wieder zu diesem Thema Selbstbild, Selbstkonzept, wer du bist, was du als deine wahre Identität annimmst. Und das ist der entscheidende Punkt. Nicht, was du einmal denkst, nicht, was du einmal befürchtest, sondern diese Gedanken darfst du untersuchen. Was für eine Überzeugung liegt hinter diesen Gedanken? Was für eine Überzeugung? Mit welcher Überzeugung gehst du durchs Leben, über dich und übers Leben? Das ist das Entscheidende. Und das ist das, was kreiert. Und das ist auch das, was so schwer zu verändern ist. Das ist das, was diese Arbeit braucht. Diese Arbeit erstens des Erkennens, mit welcher Überzeugung du unterwegs bist in diesem Leben. Und zweitens die Veränderung. Und die Veränderung solcher tiefliegenden Überzeugungen, die kann man nur durch Dranbleiben erreichen. Das ist eine Arbeit, wo du immer wieder andauernde Lügen über dich, über das Leben, über wie das Leben funktioniert, wie die Dinge von dir interpretiert werden, welche Rückschlüsse du ziehst, dieses ganze Konzept zu verändern, das ist diese Arbeit. Und das ist nicht von heute auf morgen zu verändern, sondern es ist jeden Moment wieder zu verändern. Und diese Tools, wie du das immer wieder veränderst, die musst du anwenden, immer wieder. Und dann wirst du im Außen das Ergebnis sehen. Wenn du eine neue Überzeugung in dir trägst, eine neue Überzeugung über dich, was du bist, was du bewirken kannst, wie du bewirken kannst, wenn du diese neue Überzeugung in dir so tief verankert hast,
wie die alten Überzeugungen, dann verändert sich etwas und zwar schnell, weil dann zeigen sich im Außen Dinge, die mit deiner neuen Überzeugung konform gehen. Und dann bekommst du Bestätigung. Und wenn du diese Bestätigung feierst und diese Bestätigung außen annimmst als das, was du kreiert hast durch deine neuen Überzeugungen, durch dein neues Lebensgefühl, durch dein neues Selbstgefühl, dann hast du langfristige Veränderungen und dann hast du das, was du dir wünschst. Aber diese Arbeit in dir selber, diese konstante Arbeit, dich immer wieder daran zu erinnern, was und wer du wirklich bist, dir immer wieder die Erlaubnis zu geben, dieses göttliche Schöpferwesen zu sein, das sich großartig aufgehoben, unterstützt und geliebt fühlt, das ist diese Arbeit. Und diese Arbeit lohnt sich sowas von. Es lohnt sich jedes Investment in diese Arbeit, sei es an Geld, sei es an Zeit, sei es an Dranbleiben, sei es an Überzeugung, die du für dich und deine Zukunft an den Tag legst. Und ohne das wirst du keine langfristige Veränderung feiern können. Und dieses Feiern dieser kleinen Veränderungen. Und ich sage feiern, weil Dankbarkeit in Deutsch ist nicht das richtige Wort, sondern es ist tatsächlich diese Freude über dich, über das, was du schaffen kannst, über das, was du erschaffst, die dich daran hält und die dich immer wieder weiterbringt. Guten Morgen, Angelika. Die dich immer wieder weiterbringt, dieses Feiern. Wir haben gestern schon wieder nur an einem Tag, das ist das, was ich weiß von den Frauen, was sie erschaffen haben für sich und für andere, da immer wieder den Fokus drauf zu legen und da immer wieder zu sagen, wow, aus diesem Lebensgefühl, aus dieser Überzeugung heraus habe ich dieses wunderbare Ergebnis bekommen. Und das ist so ein großer Schlüssel, diese Anerkennung dessen, dass ich wirklich der Schöpfer bin meiner äußeren Umstände und wie ich das hinkriege auf lange Dauer. Das ist das Geile und das ist das, was so wahnsinnig Spaß macht und was ich jeden Tag kreieren kann, wenn ich es sehe, wenn ich erkenne, wie ich im Außen Dinge aus meiner Vergangenheit gesehen habe, die mir nicht gefallen, sie in meinem Inneren verändert habe, lange genug, bis das Außen mir diese Veränderung wieder gespiegelt hat. Und das ist die Party, das ist das Fest, das wir zusammen begehen und wo ich euch auch hier mitnehmen möchte, immer wieder mit diesem Bewusstsein dorthin lenken und erinnern, dass alles, was im Außen für euch entsteht, zuerst in euren inneren Überzeugungen und Sichtweisen, Interpretationen über euch selbst, über die Welt und über die Situationen im Außen entstanden ist. Lege Wert darauf, zu sehen, welche Überzeugungen du für dich etabliert hast. Finde es heraus und erkenne klar und deutlich, dass diese Überzeugungen sich immer wieder im Außen gespiegelt haben. Alles, was du über dich denkst in einer Beziehung, das ist immer dieses größte, schönste Beispiel, was du denkst, wie eine Beziehung für dich funktionieren kann, was für dich da ist im Leben, wie viel Unterstützung für dich da ist, wie viel Liebe für dich da ist, das merkst du in deinem Leben. Und wenn du das Gefühl hast, es ist nicht genügend Unterstützung, nicht genug Liebe für dich in diesem Leben da,
dann liegt es daran, dass du davon überzeugt bist, dass du davon überzeugt bist, dass für dich das Leben keine Liebe und keine Unterstützung auf Lager hat. Und wenn du diese Überzeugung änderst, ohne einen einzigen Grund im Außen zu haben, dann wirst du den Grund im Außen bekommen. Und das ist das einzige Geheimnis daran, dass du Dinge glaubst, Dinge weißt, von Dingen überzeugt bist, die sich dir noch nie bewiesen haben. Weil erst dann werden diese Dinge sich dir beweisen. Es gibt keinen anderen Weg. Glaube mir, ich habe alle Wege probiert. Es verändert sich erst dann, wenn deine inneren Überzeugungen so anders sind, wie sie bisher waren. Und du darfst es. Du darfst überzeugt sein, von was du willst. Deine Überzeugung kreiert. Alles klar. Ich hoffe, du arbeitest an deinen Überzeugungen heute den ganzen Tag und veränderst sie fortlaufend. Immer wieder, wenn du eine findest, die dir nicht dienlich ist, hast du das Recht, hast du die Kraft, hast du die Macht und hast die Power, es zu verändern. Und ich freue mich riesig auf die nächsten 2 Monate in Divine Creation Kurs, weil genau das üben wir. Wir sind so fest dran. Wir treffen uns am Sonntag wieder und wir treffen uns am Mittwoch und wir treffen uns am Sonntag. Wir haben Arbeitsgruppen etabliert, wo die Frauen zusammenarbeiten und sich nochmal im kleinen Kreise unterstützen. Und das ist so neu für meine Coachingsprogramme, dass ich das so mache. Und ich freue mich riesig, dass wir so eine Unterstützung für alle, die wirklich diesen Weg gehen möchten und göttliche Schöpferinnen werden möchten, weil sie sind es ja schon, aber in ihrem Leben sehen möchten, dass sie alles erschaffen. Und ich freue mich so riesig, dass ich die Möglichkeit habe, diesen Raum zu schaffen, wo die Wunder kreiert werden. Und was ist ein Wunder? Ein Wunder ist eigentlich etwas, wovon ich überzeugt war, dass es nicht möglich ist und dass ich es trotzdem erschaffen konnte. Das ist ein Wunder. Das ist nur die Definition, die wir haben. Und wir erschaffen Wunder leicht am laufenden Band, weil alles ist möglich. Und ob wir das als Wunder bezeichnen oder als normal, das liegt auch an uns. Und wenn Wunder für dich dein Normal sind, dann gibt es irgendwann mal keine Wunder mehr, weil du weißt, du kannst alles erschaffen und es ist einfach nur wunderbar, was du erschaffst. Komm in deine Kraft, weiß, wer du wirklich bist, nutze diesen Tag und erschaffe dir kleine Wunder. Und dann bekommst du die Sicherheit, dass du wirklich alles erschaffen kannst. Und dann ist ab klein oder groß, dann ist es einfach nur aus dir heraus entstanden. Und es braucht keine Bewertung mehr. Also ihr Lieben, schönen Tag wünsche ich euch.